zu einem neuen Vlog mit einer Woche aus meinem Leben. Heute ist eigentlich ein sehr entspannter Samstag geplant gewesen, deswegen habe ich jetzt auch nicht wirklich fertig gemacht. Wir gehen jetzt aber eben noch gleich kurz was einkaufen und ein Paket abholen. Nein, diesmal ist es keins für mich tatsächlich. Ja, und ansonsten habe ich einfach nur gesagt, es wird jetzt das Wochenende einfach mal total entspannt, denn ich habe endlich Urlaub. Flo auch, also wir haben nächste Woche Urlaub. Und ich wollte jetzt einfach mal nicht wirklich was tun, nichts Anstrengendes. Auch wenn ich schon wieder Vlog-Probleme hatte, weil der irgendwie nicht so wollte, wie ich wollte. Aber hat jetzt auch noch alles geklappt. Ja, wir waren jetzt gestern noch bei meiner Schwester, denn der Kleine, der ist jetzt auch schon 2 Jahre alt geworden. Also wie die Zeit wieder rennt, ne? Das ist einfach Wahnsinn. Ja, und das war jetzt so der aktuelle Stand. Also wie gesagt, ein bisschen cozy, ein bisschen Entspannung. Und dann ist ja auch schon Halloween bald. Also da muss ich auch noch einiges vorbereiten. Aber man sieht sich dann. Montag, unseren ersten Urlaubstag, und natürlich steht man da erstmal um 6.15 Uhr auf. Genau, Flo hatte noch einen Arzttermin und da sind wir dann erst hingefahren und ja, wir wollten danach noch was bei TK Maxx kaufen. Also wirklich, wir wollten einen Teil, beziehungsweise Flo war da sehr für, also es war nicht meine Schuld, aber selbst wenn, TK Maxx ist Leben, ihr wisst es. Und ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen für Halloween gefunden. Also erstmal, ich bin ja schon mit Mickey da. Wieder sehr Halloweenig drauf heute. Der Stuhl knarzt. Aber ich habe auch noch diese Servietten gefunden. Fand ich einfach ziemlich süß. Und eine Sache, die ich mir in Bonn bei TK Maxx damals schon angeguckt habe, aber dann doch wieder davon weggekommen bin. Aber jetzt war es noch in dieser Ramsch. Hallo, ich bin Halloween. Wir brauchen kein Halloween mehr. Weihnachten steht im Haus. Ecke. Ja, das ist so eine Tischdecke, so eine Plastiktischdecke. Ich habe dieses Motiv auch als Geschirrtuch, weil ich das so süß fand. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, dass es so eine abwaschbare Tischdecke ist. Ne? Weil wir wollen hier nämlich so einen Pizzagrill, so einen Pizzaofen haben wir. Und dann denke ich mir so, ich kenne mich, ich lasse dann wieder die Hälfte daneben fallen oder so. Und dann haben wir ja, so eine abwaschbare Tischdecke. Also, warum eigentlich nicht? Und apropos Tischdecke, für Weihnachten ist dann auch schon mal vorgesorgt. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie groß mein Tisch ist, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, jetzt haben wir so eine, das ist aber eine Stofftischdecke von Ralph Lauren. Und die fand ich einfach so schön, weil die so dunkelgrün ist. Und ich habe halt so Platzdeckchen, also Platzsets, die halt hell sind. Und dann hebt sich das davon ganz gut ab. Hat jetzt ja 20 Euro gekostet, die Tischdecke, aber die scheint sehr groß zu sein. Also sollte ich nochmal einen größeren Tisch irgendwann mal haben, dann passt die auch. So, und dann bin ich noch bei 2 Kerzen. Ich glaube, Flo hat mich so weggezogen, damit ich bloß kein Geld für Kerzen und sowas ausgebe. Und dann waren wir aber an der Kasse und da war leider ein kleiner Kerzenaufsteller, als wir gewartet haben. Ja, und ich bin dann bei DW Home, bin ich an dieser Glitzerkerze hier hängen geblieben. Weil ich habe ja aktuell für Halloween habe ich ja eine mit Vampire. Und ich liebe das, wenn die Kerze dann Licht abgibt und sich immer weiter nach unten durchbrennt und das dann einfach nur so glitzert. Ich finde das so cool. Und das habe ich jetzt auch in Rot. Da steht jetzt Merry and Bright. Ja, fand ich ziemlich cool. Riecht auch sehr lecker. So ein bisschen frisch, fruchtig. Und ja, da war ich natürlich auch wieder ein krasses Opfer, ne? Also wir haben eine Cherry Christmas Cola. Joyful Pop, Always Merry. Ja. Riecht halt nach Cola. Also so nach Kirsche. Ja, aber ich konnte es nicht. Natürlich konnte ich es nicht stehen lassen, ist ja klar.
ja, mein Glück ist ja immer, dass es da bei uns in der Stadt nicht so viel Zeug gibt irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde da einfach selten was. Das war jetzt wirklich mal eine Ausnahme. Und dann sind wir noch an einem Bäcker vorbeigekommen und ja, der Donut hat ein bisschen gelitten beim Transport, denn jetzt sieht er wirklich gruselig aus. Ja, den habe ich gesehen. Das war einfach nur ein Donut mit so einem, ja, Mund. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich den noch für ein Foto benutzen für Instagram. Ich glaube, das ist hinfällig. Egal, aber er wird mir trotzdem schmecken und mich voller Zucker, ja, machen was. Egal, ich laber schon wieder Schwachsinn. Man merkt, ich bin müde. Ich hatte noch kein Koffein. Flotte auch noch gar keinen Kaffee. Schlimme Welt heute. Habe heute mein orangenes Halloween-T-Shirt an und wieder meine Spinnenohrringe. Und ja, ich habe hier schon alles fertig gemacht. Wir warten jetzt noch auf meine Schwester und ihren Mann und dann machen wir so ein gemütliches Halloween-Feiern. Also so einen ruhigen Abend einfach. Der bringt ja seinen Pizzaofen mit. Und deswegen ist noch nicht alles 100% so, wie es sein muss. Ich kann erst einiges aufbauen, wenn halt der Pizzaofen da ist. Aber wir müssen schon ein bisschen... ja, improvisieren, sag ich's mal. Weil wir haben halt zwar einen Tisch, aber der ist jetzt auch nicht der längste. Und für die ganzen Sachen nachher haben wir keinen Platz. Aber ich habe keinen Tisch, den ich ausfahren kann oder was ich da ranstellen kann. Also muss ich jetzt diesen kleinen IKEA-Tisch nehmen. Hab ihn auf meine Halloween-Herbst-Deko-Kisten einfach gestellt. Dann ist er zumindest einigermaßen gleich hoch. Dann kommt man da irgendwie dran. Man muss nur wissen, wie, ne? Ja, aber jetzt zeige ich euch noch einmal, was ich hier so dekoriert habe und ja, morgen ist dann Feiertag bei uns in NRW, da haben wir ja Allerheiligen, also wird es da auch eher ein bisschen gechillt und erst Donnerstag geht es dann wieder richtig bei mir los, denn da habe ich noch einen Arzttermin und wir fahren nach Köln zum Moulin Rouge, aber mehr davon dann, wenn es soweit ist.
Ja, wir haben heute draußen komplett windiges Wetter. Wir waren ja heute Morgen schon für mich beim Arzt und ich bin weggepustet worden. Ja, aber jetzt gleich fahren wir nach Köln und dann zum Moulin Rouge Musical. Ich habe mich schon so ein bisschen passend angezogen. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass ich da gut hinkomme und nicht irgendwo. Oder dass ich nachher wieder überall Haare habe, nur nicht da, wo sie hingehören. Ich hasse das, wenn es so windig ist. Aber wollen wir mal gucken, dass wir da gut ankommen und nicht so viel im Stau stehen und dass es schön wird. Zu Hause. Wir haben ungefähr halb eins. Also haben wir schon Freitag. Ja, ich habe zwischendurch einfach mal in Köln meinen Ohrring verloren, habe ihn aber vorhin hier in Essen wiedergefunden. Ich weiß nicht, wo der hing, aber der war auf einmal weg und ich habe irgendwie alles versucht noch abzusuchen, ob ich ihn irgendwo verloren habe, aber irgendwie hing der dann wohl an mir, keine Ahnung. Oh, besser so, als dass ich ihn verloren hätte. Ja, ich bin sehr, sehr müde. Wir haben 18 Euro fürs Parkhaus geblecht. Wir wollten eigentlich erstmal nach einem anderen Parkplatz Ausschau halten, aber da war auch Kirmes und dann war das alles abgesperrt. Also eigentlich haben wir schon am Anfang gedacht, oh, sieht heute echt nicht gut aus, alles ist irgendwie gegen uns. Und es war halt echt hardcore windig, aber wir haben es geschafft. Und ich muss sagen, ich fand, es war schön. Also es ist ja alles wirklich richtig krass aufgemacht, ihr habt es ja gerade gesehen. Also auch von außen, wo ich jetzt nicht wirklich gefilmt habe, weil halt so viele Leute da waren. Aber allein schon im Wartebereich, alles mit so roten Tüchern oder so und Kronleuchter, das macht halt echt schon einiges her. Und das Musical, das war halt wirklich so eine Mischung aus Sachen, die man aus dem Film kennt und neue Sachen. Also ich sage, Moulin Rouge ist einer meiner Lieblingsfilme, den habe ich gefühlt 1 Million Mal geguckt. Deswegen wusste ich natürlich, dass ich mich da ein bisschen vom Film natürlich distanzieren muss, weil es nicht 1:1 so sein wird. Aber es waren Sachen, wo ich denke, ja, das war gut. Und ein paar Sachen, wo ich dachte, und ein paar Sachen, wo ich dachte, ach, das ist genauso wie im Film. Also die Grundgeschichte ist wirklich die gleiche, ne? Dass wir das Moulin Rouge haben und Satine, die dort die beste Kurtisane ist. Und dann haben wir Christian, der ein Schriftsteller sein möchte und sich dann natürlich in die Kurtisane verliebt, aber sie muss eigentlich den Duke bezirzen, denn das Moulin Rouge ist ein bisschen pleite und der hat halt Geld und da ist halt ganz viel mit Liebe und Eifersucht und ich liebe diesen Film einfach und ich liebe Ewan McGregor. Es ist wirklich das Beste von allem. Die Geschichte ist halt genau die gleiche, nur die Lieder sind halt ein bisschen anders oder noch welche dazu, ein paar Geschichten drumherum gesponnen. Das waren ganz gute Sachen dabei. Ich fand zum Beispiel den Christian gespielt hat, den fand ich super, auch von der Stimme her. Und der Harold Siedler gespielt hat, hat halt genau so eine Stimme gehabt wie im Film. Und das fand ich richtig cool, weil das hat schon ein bisschen getragen. Beim Duke war ich allerdings ein bisschen enttäuscht. Also das war schon, ich muss sagen, im Film ist der Duke ja jetzt eher nicht so der Playboy, so vom Optischen her, ne? Aber der sah halt mega gut aus da, ne? Wo ich mir schon denke, ja, das ist natürlich jetzt echt schwer für Satine, dass sie ihn nur wegen seines Geldes nehmen muss, weil er ja so unansehnlich ist. Nein, gar nicht. Aber ich fand einfach, dem habe ich das nicht so abgekauft, dass der so der Böse ist oder Bad Guy und so, du gehörst mir und so. Das habe ich irgendwie nicht ganz so gefühlt. Aber sonst fand ich es eigentlich ganz gut. Wie gesagt, so ein paar Lieder. Moulin Rouge hat halt Lieder und es ist jetzt schon wieder sehr windig, die aber auch darin vorkamen, natürlich, gerade so die Klassiker, die man kennt und damit in Verbindung bringt,
Verbindung bringt, die sind da auch, aber es sind auch neue Lieder, vieles so aus den 2010ern. Ich habe das Gefühl, alles, was man so bei Glee schon verwurschtelt hat, das wurde hier jetzt auch nochmal verwurschtelt, sei es Firework oder Lady Gaga Lieder, ne, das ist halt, war aber teilweise cool, teilweise hat es mich dann aber auch ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also Flo und ich, wir haben beide gesagt, dass wir den ersten Part, weil zwischendurch war nochmal Pause, dass wir den ersten Part viel, viel stärker fanden als den zweiten, was aber nicht heißt, dass der zweite jetzt komplett schlecht ist und wir da irgendwie rausgegangen sind und gedacht haben, oh Gott, das jetzt nicht, aber ich fand halt, es hat so ein bisschen nachgelassen. Ja, aber wie gesagt, bildgewaltig, das Bühnenbild ist so genial gewesen auch, ne, mit der Lichtshow und allem. Also das war schon cool, das war ein Erlebnis und ich finde, das hat sich gelohnt und ich, Depp hat mir auch noch für sau viel Geld eine Tasche mitgenommen. Also da habe ich, ihr wisst ja, ich kaufe ja echt viel Schrott, ne? Aber hier habe ich mir wirklich zweimal auf die Zunge gebissen, weil ich so dachte, okay, auf der einen Seite ist es ein Erinnerungsstück, auf der anderen Seite, ich mag den Spruch da drauf, aber es ist halt einfach nur eine beschissene Einkaufstüte, so ein Beutel. Und der hat mal eben 20 Euro gekostet, ne? Also, Jesus. Ja, aber hier, ne? The greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Naja, ich habe den Film viel zu oft geguckt, ich sag's ja. Aber es ist jetzt cool, es ist jetzt schön, es ist eine Erinnerung und ich bin 20 Euro ärmer. Geil. Und die 18 Euro Parkhaus. Geil. Ja, jetzt werde ich mir aber erstmal wieder das Zeug aus dem Gesicht waschen. Ich habe heute tatsächlich mal wieder volles Programm gemacht. Ich weiß nicht, ich habe vieles auch schon wieder weggewischt mittlerweile. Aber ich habe schon lange nicht mehr Bronzer und Blush und Highlighter rausgekramt. Das war heute mal wieder ein richtiges Erlebnis. Ja, aber die Disco-Kugel packe ich jetzt auch weg. Und ich war nicht die einzige Disco-Kugel. Ich hatte echt ein bisschen Schiss, dass ich zu overdressed bin gefühlt, weil ich halt dann, wenn ich nur so, dass ich halt echt eine Disco-Kugel bin. Leute, nein. Andere hatten kompletten, so einen Zweiteiler, komplett mit Pailletten oder Kleider oder so. Also ich war da noch nicht mal die glänzendste Glitzerkugel. Aber es hat ausgereicht, ich fand es ganz gut. Und jetzt, wie gesagt, das kommt weg und dann ab ins Bett. Ich bin auch ein bisschen müde. So, ich habe jetzt meine Herbstkerzen wieder rausgeholt. Also meine ganz einfachen Herbstkerzen. Denn bei mir ist es halt ja nicht so, wie schon mal gesagt, dass ab 1. November schon direkt Weihnachten anfängt. Ich habe hier noch so Übergangsherbstkerzen. Fühle ich ja, also Weihnachten, wie gesagt, habe ich ja voll Bock drauf, aber ich möchte das noch nicht jetzt haben. Und die Halloween-Sachen, die packe ich jetzt auch noch das Wochenende weg und dann kommen wieder die normalen Herbstsachen dahin. Das einzig Weihnachtliche, was jetzt schon hier bei mir eingezogen ist, ist der Essence Adventskalender. Ja, ich habe echt überlegt, welchen ich dieses Jahr haben möchte. Ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Essence und DM Bio. Ja, dann kam Flo und hat gesagt, er macht mir dieses Jahr ein. Ich mache ihn dieses Jahr auch ein. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit mit dem geliebäugelt, weil ich hatte den früher total oft und dann eine ganze Zeit lang gar nicht mehr. Und da meine Schwester jetzt den DM-Bio-Kalender genommen hat, dachte ich mir, dann nehme ich Essence und dann sieht man zumindest, was so der andere drin hat. Dann ist das ganz spaßig. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Adventskalender bekommt und wenn ja, selbstgemachten, einen klassischen Schoko-Adventskalender oder auch einfach gar keiner. Ist ja auch kein Ding, braucht man ja auch eigentlich nicht. Aber ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ja, und jetzt schneide ich noch mein Video, bevor das dann hier mal wieder an ja, die Herbstsachen irgendwann geht. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder, wo dann wirklich der ganze Halloween-Kram weg ist. Tschüss!